Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Traveler's Rest. So, jetzt kann ich auf jeden Fall nochmal hier meine Küche umbauen. Moment, jetzt muss ich natürlich schauen, wie das alles war. Das kommt alles hier rein, das kommt hier rein. Dann kann ich in den Baumodus gehen. So, dann kann ich das umrücken, weil ich möchte gern die beiden Sachen und die nebeneinander haben. So. Ja, das erledigt. Sehr gut. Dann geht's ab in den Keller. Eigentlich hätte ich mich erst um meine Mieze kümmern müssen. Aber egal. So, hier gibt's noch was drin. Da gibt's was drin. Hier ist überall gar nichts drin. Super. So, dann haben wir hier, glaube ich, den Käse und das drin. Der Wein, der kommt dort unten hin. Brot kommt auch dort unten hin, genau. Und dann müssen wir schauen, was wir für eine Aufgabe haben. So, meine Mietz braucht auf jeden Fall Flüssigkeit. Dann haben wir ein Brot, dann haben wir ein bisschen Fleisch und dann haben wir auch hier einiges an Wein. Guck mal, kann ich den hier rüberpacken? Jawohl. So, das. Eimer haben wir wieder. Beim Bier sieht es ganz gut aus. Wunderbar. Kerzen sind verbrannt. Da muss eine Kerze hin. Da muss eine Kerze hin. Da muss eine Kerze hin. Und hier muss... Moment, das setze ich mal ein bisschen weiter rüber. Könnte ich vielleicht sogar noch eine Blume draufstellen irgendwann. Okay, Bestellung hatte ich, glaube ich, nichts aufgegeben. Aber hier wächst auf jeden Fall ein Baum. Den ich definitiv fällen muss, weil ich das Holz benötige. So, sehr gut. Dann ist das alles fertig. Sehr schön. Also die Bananenbäume wachsen auch gut vor sich hin, muss ich sagen, ja. Das klappt alles sehr gut. Und das sind alles Himbeeren hier, die ich mitnehmen kann. Sehr gut. Einsammeln, ein bisschen Mörtel machen. Hier hatte ich, glaube ich, nichts weiter. Genau. Hier kann ich mir nur... Oh, das ganze Weizen und das alles ist fertig. Sehr schön. Kann ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Mörtel machen. Und mit meiner... So. Schön einsammeln alles, schön einsammeln alles. Dann sind die Felder nämlich... Ah, ne, die Tomaten kann ich öfter ernten. So, Moment, hier ist noch ein Stein. Das ist noch was, da ist noch was. Unten, das kann ich auch alles mitnehmen. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar, dann kommen da oben auf jeden Fall Kartoffeln rein. Dort unten kommt noch ein bisschen Weizen rein. So. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Kartoffeln habe, aber müsste ich eigentlich noch... So, Kartoffeln hier und hier kommt Weizen hin. Komplett müsste eigentlich... Na, Moment, da habe ich was vergessen. So, Weizenfeld ist voll. Und dann mache ich hier unten Gerste hin. Ah, Gerste hatte ich ja auch nicht angebaut. Egal, so.
Kohle und Stein nehmen wir uns noch mit. Ich weiß nicht, soll ich meine Kneipe schon aufmachen? Soll ich sie nicht aufmachen? Brauche ich das? Eigentlich erstmal nicht, weil Geld haben wir ausreichend. Ich brauche eigentlich Erfahrungspunkte und sowas. Und natürlich Holz. Holz ist ganz wichtig. Ich muss gleich mal schauen, ob ich natürlich noch ein bisschen Holz hatte. So, hier war nichts weiter, hier war nichts weiter. Das war alles fertig. Jetzt kann ich die Gerste noch wegpacken. Hier habe ich sogar noch 8 Steine, das heißt, ich kann mir ein bisschen Mörtel machen. Bestellt habe ich nichts. So, dann Mörtel machen. Hier fehlen mir Zutaten. Aber ich kann auf jeden Fall einmal Holz machen. Ist jetzt nicht so die Welt, aber ist ja immerhin was. Und was pflanze ich da an? Ich könnte natürlich auch mal wieder Trauben anpflanzen. Da müsste ich aber erst die Bäume wegkriegen. Oder halt Melonen. Könnte natürlich auch Melonen anpflanzen hier, ne? Ja, da kann ich was ernten. Helle Trauben. Okay, die hätte ich natürlich dann dahin packen können. Egal. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das kommt da rein, das Holz kommt da rein. Das packe ich in meine Schmiede gleich. Dass das... Hallo? Dass das weg ist. Hole ich noch ein bisschen Wasser und dann schauen wir mal, was unsere Aufgaben sind. Porterbier, süßer Kuchen und Schweinefleisch. Ah, Moment, Porterbier habe ich doch schon. Brauche ich nicht mal machen, weil das habe ich. Wunderbar. So, dann werde ich erstmal das alles los hier. Warte mal, hier habe ich nichts. Hier kommen die Tomaten rein. Oh, Tomaten habe ich auf jeden Fall auch genug. Die Trauben kommen hier rein. Und das kommt... Oh Gott, da habe ich mehr als genug. So. Also, Essen brauche ich. Und zwar süßer Kuchen saftig und Schweinefleisch mit Kraut. Also, Schweinefleisch mit Kraut kriege ich hin. Und süßer Kuchen, der soll saftig werden. Frucht, 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 Frucht. Wie kriege ich den denn saftig hin? Boah, das ist natürlich... Honig ist natürlich süß. Süßer Kuchen. Ich schau mal, was da rauskommt. Ich schau einfach mal, was dort rauskommt. So. Hier ist noch alles fertig. Bestellt habe ich mir sowieso nichts mehr. Aber Trauben müsste ich auf jeden Fall nochmal einsammeln. So, Mizi wird gestreichelt. Ich muss natürlich jetzt warten, bis wieder jemand kommt, der ein Zimmer möchte. Hier habe ich sie. Da ist schon jemand da. Sehr gut. Einmal falschen. Zimmer kannst du dir aussuchen. Du bist der Erste. Das ist gut. Aber mit 54 geht das natürlich nicht hier, ne? 64. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. 68. Ja, mit 68 kann ich leben. Ist zumindest ein bisschen hochgegangen. So, du möchtest Tee haben. Der Besen hat seine Arbeit hier erledigt. Möchtest du vielleicht noch ein Zimmer haben? Ne, du möchtest ein Bier haben. Bier am hellen Tag? Ist, glaube ich, nicht so gut. Ah, das ist auf jeden Fall schon wieder voll hier. Das ist gut. Was macht die Räucherlampe? Du möchtest ein Zimmer haben. Sehr gut. Was möchtest du zahlen? 47, das ist nicht viel. 47 ist auf keinen Fall ausreichend. Genau, 72 ist ein schöner Preis. Damit kann ich definitiv leben. So, jetzt wird das erledigt. Jetzt wischen wir hier gleich mal. Ich hoffe mal nicht, dass jemand hier durchdreht. Ach, hier ist ja noch der süße Kuchen und das Schweinefleisch.
Und hier habe ich nichts weiter. Baum ist auch nicht fertig, aber hier oben die Kohle. Zum Laden könnte ich gehen, ob heute wieder was dabei ist. Aber ich glaube, die brauchen immer ein paar Tage, bis sie den Laden wieder auffüllen. Also da unten bei Nugget und bei Bob. Kohle, 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 Kohle habe ich eigentlich ausreichend. Nägel habe ich. Ich könnte mir sogar ein bisschen was an Kupfer machen. Feuerholz habe ich gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil da könnte ich mir eigentlich Kohle machen hier. Weil Kohle ist, glaube ich, effektiver als Feuerholz. Das ist effektiver als Feuerholz. Hier ist alles auf jeden Fall neu angebaut. Oder gehe ich doch mal unten in den Laden gucken? Das Problem ist, wenn die jetzt hier wieder sauer werden oder so, dann belästigen die meine ganzen anderen Kunden. Und dann müssen die eh auf den Popo kriegen. Aber sowas von. Aber naja, ich probiere es einfach. Wir schauen mal, ob die beiden... Ich kann mir ja, glaube ich, noch Steine mitnehmen hier hinten. Okay, Moment. Also, Ei, und du hast auf jeden Fall auch Holz. Das nehme ich definitiv mit. Kohle nehme ich mit. Eisenerz nehme ich mit. Kaufe ich alles bei dir. Holz ist richtig gut. Holz ist richtig gut. 30 Holz, da kann ich richtig schön viel Bretter draus machen. Das ist ja Bombe. Das hat sich doch gelohnt, hier runter zu gehen, muss ich sagen. Das hat sich richtig gelohnt. Obwohl, warte mal, das ist ja schon Holz gewesen. Das ist ja... Ah nee, das ist Holz. Und da kriege ich ja 8 Bretter draus. Oh, 4 Holz oder so? Ich weiß es jetzt gar nicht. Und müsste ich eigentlich auch noch mal hingehen. Ich glaube, hier unten kommt auch irgendwann noch mal ein Händler oder so. Bin ich mir aber auch nicht so sicher. Hier müsste ja eigentlich auch irgendwas los sein. Das nehme ich nicht auf. Das Feuer kann ich nicht entzünden. Die Kohle kann ich aber definitiv mitnehmen. Aber hier kann ich halt auch nichts machen, ne? Hier kann ich auch nichts machen. Oh, da geht's los. Da geht's los. Es wird eh noch wütend. Jetzt muss ich aber ganz schnell zurück. Komm, renne, Silke. Wir lassen mal die Steine außen vor. Schmeißen den Bastard raus und dann machen wir ein bisschen Holz. Vielleicht können wir da sogar unsere Kneipe ausbauen. Bin ich mir aber nicht so sicher. So, du beruhigst dich. Da fülle ich ein bisschen, dann schauen wir, ob das mit dem Essen geklappt hat. Aber eigentlich sollte das ja saftig sein und nicht süß, ne? Das heißt, ich werde wahrscheinlich die eine Aufgabe nicht... Ne. Kuchen saftig, wie kriege ich den saftigen Kuchen raus? So. Erstmal Holz machen. Da fehlen mir Steine noch. Ich habe zwar 2 Steine. Ich habe sogar noch mehr Holz. Aber erstmal wieder irgendeinen Kollegen hier rausschmeißen, der hier ein bisschen sauer wird. Verschwinde. So, das ist Käse, das ist Fleisch, das Brot kommt hier hin. Saftiger Kuchen. Wie kriege ich denn Saft? Das ist alles Frucht. Das ist alles fruchtig, aber nicht saftig. Kann ich die Aufgabe leider nicht erfüllen. Mal die Eier kann ich aber noch weggeben. Müssten ja hier drin sein. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Da sind welche auch mit sehr dreckigen Füßen bei uns reingelatscht.
Ich weiß trotzdem nicht, was saftig wird. Oh, ich krieg schön viel Bretter. Das ist sehr gut. Holzstangen brauche ich nicht. Steinwerkzeug brauche ich auch nicht. Braufass brauche ich theoretisch gesehen auch erstmal nicht. Es läuft gerade mit dem Holz. Wie viel habe ich denn noch? 8 Mal. Bier habe ich ja auch noch. Kann ich eigentlich mit dem Fass hier machen? Weiß ich auch nicht so richtig. Also könnt mir gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben. Aber da komme ich nicht lang und dort unten komme ich ja dann halt auch nicht lang. Ja, mit dem Besen kann ich schlecht Kupfer ernten. Obwohl, ich kann es ja vielleicht, streichen. Vielleicht kommt ja was raus. Kupfervorkommen habe ich halt auch viel. Kohlevorkommen habe ich einige. Ich weiß gar nicht, die unten links, die Kohle, habe ich glaube ich auch schon mitgenommen, ne? Oder? Ja. Die ist definitiv schon weg. Die Bäume tragen bald aus. Sehr gut. Oh, guckt mal, wie viel Bretter ich hier habe. Da kann ich auf jeden Fall meinen Gastraum weiter ausbauen. Gibt es hier nochmal eine Aufgabe? Nee, das mit dem süßen Kuchen kriege ich irgendwie nicht wirklich gebacken, denke ich mal. Mir nochmal ein bisschen Bierhefe, ein bisschen Butter, ein bisschen Dill, ein paar Erdbeeren, ein bisschen Honig, Käsekulturen, Kohl brauche ich nicht, Lauch brauche ich nicht, Milch nehme ich mal mit Fisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Weißwein, Essig, Zitronen kann ich auch noch kaufen, Samen brauche ich nicht, da brauche ich auch nichts, glaube ich, eine Käserei vielleicht könnte ich mir noch leisten. Reifregal, Schmelzerei, Schmiedetank, Stumpf mit Axt, Werkbank brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. So ein Buch. Voller Buchstaben, ja. Ritterrüstung. Ein Füllfederhalter, der steigert den Komfort. Naja, komm, das reicht erstmal hier. Das, was ich hier gekauft habe. So, dann müssen wir mal gucken. Wartet mal, wie spät haben wir es denn? Nee, es wird noch. Es ist noch nicht. Da habe ich nichts. Bier ist auch noch drin. Ofen kann ich jetzt anmachen. Mieze wird gestreichelt. Dann machen wir mal Hähnchen. Melone, was bringt denn noch viel? Kürbis bringt auf jeden Fall noch viel. Schweinefleisch 1,40 bringt Honig. Das bringt noch mehr. Chili bringt auch 1,40. 19, 16. Ich könnte auf jeden Fall mal ein Emberbier. Da habe ich zwar noch eins. Da kann ich mit Kirschen machen. Apfelwein, Starkbier habe ich gar keins. Da kommt auf jeden Fall Honig rein. Erdbeeren bringen viel und Himbeeren bringen viel. So. Einmal das hier rein. Da habe ich 11, da habe ich 7. So, was hatte ich jetzt noch? Gar nichts mehr, ich brauche Wasser. Und eigentlich muss ich meine Kneipe schließen, weil ich will die ja nochmal ein bisschen ausbauen. Auf jeden Fall den Gastraum erhöhen, also vergrößern möchte ich definitiv. Das sollte ja klappen. So, Holz ist weg, Holz geht nicht mehr an Hocker, könnte ich machen. Kleines Regal, großes Regal. Ich
könnte auf jeden Fall so ein kleines Regal mal noch herstellen. Die 22 Dinger kommen da rein. Da geht nichts mehr. Das kann ich noch machen. Dann ist ja die Kneipe sowieso gleich leer. Oh, guck mal, wie die hier rausströmen. Das ist der letzte, ja. Dann kann ich schauen, wie ich den Gastraum... erweitere. Da habe ich 4 von denen. Nee. Ach nee, das sind ja Regale gewesen, die ich hier hergestellt habe. Okay. So, Leute, Gastraum kann ich nicht mal nach unten vergrößern. Oder brauche ich... Nägel. Habe ich nicht noch Nägel da? Nägel habe ich da auch da. So, Moment. Brauche ich aber halt 120 Nägel. Das kann ich auf jeden Fall erstmal. So, dann kann ich sagen, das ist auf jeden Fall Bereich. So. Maximum erreicht. Da fehlen mir also jetzt die Nägel, so wie ich das sehe, ne? Aber Nägel ist... Nägel sollte nicht das Problem sein. Da brauche ich 30 Nägel, okay. Da müssen die auf jeden Fall erstmal hier durchlaufen. Okay, 31 Nägel, das heißt, ich kann hier definitiv noch einmal... erweitern. Nee. Muss ja noch sagen, dass das... Taverne mit ist. So. Wunderbar. Sehr gut. Jetzt kann ich auf jeden Fall... Oh, Bestellung geliefert. Ich mir auf jeden Fall noch mal ein paar große Tische. Werde ich mir noch mal 2 große Tische und 4 große Sitzbänke bestellen. So, dann kann ich nämlich hier umbauen. Dann kann ich nämlich den dorthin packen. Hocker habe ich, glaube ich, auch nicht. Der sollte hier hinpassen. So, dann den Kerzenständer, den kann ich hier hinten in der Ecke stellen. Den Besen, der kann dahin. Den kann ich unten drunter packen. Nur den nächsten Tisch kann ich dahin packen. Dann kann ich nämlich den Tisch hier hinpacken. Kann ich nämlich noch 2 kleine. So. So, dann kann ich nämlich ein Regal
hier hinpacken. Ein Regal hier hinpacken. Kann ich das nämlich dort oben drauf packen? Und dann kann ich nämlich hier auch noch einen Tisch hin. Und einen roten Teppich brauche ich noch. Auf jeden Fall einen großen roten Teppich. Das müsste ja Deko sein, ne? Einfacher roter Teppich. Eleganter roter Teppich. So. Ein paar Bierdeckel könnte ich auf jeden Fall auch noch bestellen. Wie habe ich denn jetzt noch 5? Das reicht noch nicht ganz. Untersetzer sind das. Da kann ich auch noch mal Zähne bestellen. Das brauche ich alles nicht. Eine Fackelhalterung brauche ich eigentlich auch nicht. So, super. Hör mal, die Nägel müssten eigentlich schon fertig sein hier. Kann ich nochmal vollpacken. 41, ja, ist noch nicht. Könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein, aber es ist, glaube ich, schon. Also hier kommt auf jeden Fall noch ein Tisch hin. Dann ist hier hinten auf jeden Fall ein bisschen. Ach, 2 Hocker brauche ich noch. 2 Hocker und das ist ein. Was ist denn das? Ein kleiner und ein mittlerer Tisch. 2 Hocker und ein mittlerer Tisch. Hm. 2 Hocker. Und dann brauche ich noch. Habe ich nicht hier so ein. Warte mal, das ist ein großer Tisch und eine große. Das ist ein Einzeltisch. Das ist eine kleine Sitzbank. Und ein kleiner Tisch. Ist das ein kleiner Tisch? Das ist ein kleiner Tisch. Das ist auf jeden Fall 2 Hocker. Das ist wie gesagt der kleine. Der kleine Tisch. Und was ist das hier? Das ist eine kleine Sitzbank. Dann ist das ein kleiner Tisch. Das ist ein kleiner Tisch und 2 kleine Sitzbänke. Ein klein. 2 kleine Sitzbänke und ein kleiner. Ein Einzeltisch, ein kleiner Tisch. So nehme ich auch noch mit. Müsste ja morgen dann alles kommen. Super. Habe ich einiges ausgegeben. Unsere Bude sieht ganz gut aus. Wie gesagt, rote Teppiche kommen hier noch drunter. Ach, warte mal, nee, Quatsch. Hier fehlt ja auf jeden Fall noch eine Sitzbank. Brauche noch eine große Sitzbank auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt bestellt habe von. Ich brauche noch auf jeden Fall eine große Sitzbank. Habe ich die jetzt bestellt? Ja, ich hoffe ja. So, dann kann ich auch ins Bett gehen. Aber hier fehlt, hier muss ja auch noch eine Sitzbank dran. Hier muss ja auf jeden Fall auch noch eine Sitzbank dran. Das passt, das passt, das passt. Da muss auf jeden Fall ein Viereck hier hin. Da muss ein Viereck hier hin. Da muss ein Viereck hier hin. So, warte mal.
bisschen. So, die müssen ja auf jeden Fall alle da. Die müssen ja ordentlich drunter. Also hier kommt noch einer hin, hier kommt noch einer hin. Und ich muss ins Bett. 2.40 Uhr. Oh Gott, da kann ich gar nichts mehr machen. Da gehe ich ab ins Bett und wir sehen uns in der nächsten Folge von Traveler's Rest wieder. Ich hoffe, ihr schaltet ein, lasst einen Daumen nach oben da, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.